Hey meine Lieben, heute kommt deine Morgenroutine und ich starte normalerweise immer voll angepisst. Ich will nie aufstehen und dann bin ich meistens am iPod hier auf Twitter und wenn ich mich dann endlich überwinde aufzustehen, mache ich mir einen Dutt. Meine Haare sind meistens einfach in so einem Bun, weil dann sind die schön lockig, wenn ich aufstehe und ein bisschen weird, aber sie kommen wieder in einen Bun und danach trinke ich immer einen Schluck Wasser und das solltet ihr auch machen. Einfach fresh in the day starten und ja, ich habe starten gesagt statt starten. Fail. Und dann marschiere ich direkt ins Bad. Im Bad angekommen, wasche ich zuerst mein Gesicht komplett mit Wasser und benutze dann ein Peeling. Ja, das kann man täglich benutzen und das ist super, super gut. Das ist von Neutrogena, ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll, aber ihr versteht mich. Damit kann man einfach alle Pickel beseitigen und die trocknen am nächsten Tag aus. Wenn ich das gemacht habe, benutze ich ein Rosenwasser als Gesichtswasser und es ist mega, mega gut. Es verfeinert so derbe die Poren. Vor allem hier im Wangenbereich habe ich die am auffälligsten und damit werden sie einfach viel, viel feiner. Und wenn ich das gemacht habe, benutze ich eine Augencreme, die, hey, ich liebe die, die ist von Benefit und damit kriegt ihr den ganzen Tag Feuchtigkeit und ich kriege dann nicht immer diese Trockenheit am unteren Auge, also die Haut unter dem Auge ist dann bei mir so derbe trocken, dass es manchmal sogar einreißt. Hier habe ich jetzt einen Lip Balm von Burt's Bees genommen, der ist so geil, weil er nach Pfefferminz schmeckt und auch riecht und hammergeil ist. Dann ziehe ich mich um und meistens oder fast immer ist es ein Hemd und ein Sweater. Wirklich so ein Sweatshirt und ein Hemd. Hemd habe ich aus Primark, das ist ein Jeanshemd. Und darüber trage ich jetzt einfach ein Sweatshirt aus H&M. Und ich finde einfach, die Kombi ist mega chillig und super, super warm. Immer wenn ich mich schminke oder sonst was mache, ey, Musik muss sein. Und vor allem Chris Brown, Leute, ich liebe das Album. Und als allererstes zupfe ich mir meine Augenbrauen, beziehungsweise einfach die Haare, die abstehen, weil das nervt mich und ich mag das nicht. Meine Tagescreme ist die von Yes 2 und ich finde die so extrem gut. Feuchtigkeit bis zum geht nicht mehr und vor allem in den Herbst und kalten Tagen ist das einfach super gut. Der Geruch, ja, gewöhnungsbedürftig, aber es lässt sich so gut einarbeiten und es ist nicht klebrig oder sonst was. Danach kommt ein Concealer drauf, der ist von Maybelline Fit Me. Ich liebe den in der Drogerie, der beste. Und den trage ich auf und verblende das alles mit einem Beauty Eye von Maybelline. Um das Ganze zu mattieren, benutze ich jetzt ein Puder von Moore und trage das mit einem Essence Brush aufs gesamte Gesicht auf. Der Bronzer von Catrice Sunglow Matte ist einfach perfekt zu konturieren und damit konturiere ich kurz meine Wangenknochen, ein bisschen auch an der Stirn und meistens auch meine Nase oder einfach mein Kinn, weil es sieht gut aus. Jetzt nehme ich mir meinen Eyebrow Stylist von Catrice und ziehe mir meine Augenbrauen nach. Beziehungsweise fülle die einfach ganz grob und dieses Make-up ist fast mein Tages-Make-up, wenn ich keinen Bock habe. Und zwar benutze ich einfach einen Eyeliner, der ist von Art Deco und ziehe mir damit einen Eyeliner-Strich. Und der sollte nicht sauber sein, muss gar nicht sauber sein, weil ich verblende das später einfach hier mit einem Brush, damit der so smoky eye-like aussieht. Einfach nur ein bisschen, um die Wimpern zu verdichten und einfach diesen Eyeliner-Effekt zu kreieren. Und ich benutze sehr gerne diesen Lidschatten hier. Der ist ein bisschen Glitzer, Schwarz und Grau und das ist super gut, einfach darüber zu gehen, damit man immer noch diesen Raucheffekt, diesen Smoky-Effekt bekommt und die Farbe ist nicht so knallig wie ein Schwarz. Und das verblende ich und trage dann wieder meinen Eyeliner an meiner unteren und oberen Wasserlinie auf und verblende das ebenfalls. Jetzt nehme ich meine Mascara Art Deco All-in-One und ich vergöttere diese Mascara. Die ist so extrem gut, dass ich mir, glaube ich, denke, die zweimal nachzukaufen, weil die ist einfach perfekt und die trage ich oben und unten auf. Jetzt nehme ich mir einen Highlighter, der ist von Mary Kay, nennt sich Desert Sun und der ist so gut. Das ist der einzige Lidschatten, den ich jetzt verwenden werde, so als zum Highlighten und am meisten am unteren Wimpernkranz. Hier habe ich jetzt einen Lip Butter von Astor und die Farbe ist perfekt für den Herbst. Etwas zu hell, ja, aber ich werde das einfach später mit schwarzen Lidschatten ein bisschen dunkler machen, damit es auch wirklich so aussieht wie auf der Verpackung. Und das würde ich euch auch raten, weil das ist eigentlich schade. Und weil ich keinen Blush in dieser Farbe habe, habe ich einfach meine Handgelenke genommen, die an meinen Lippen rangemacht, das ein bisschen verschmiert und einfach auf meinen Wangen aufgetragen. Und das ist der perfekte Lip-Tint. Blush-Tint. Ja, und einfach mit einem Beautyblender verblenden und ihr habt den perfekten Alltagslook für Herbst. Und ich habe mehrere Alltagslooks und wenn ihr mehr sehen möchtet, bitte schreibt mir warum, wie und nein, ich will es auf jeden Fall abdrehen. Und meine Haare habe ich immer wieder im Herbst einfach mit einer Klammer hochgesteckt oder weggesteckt, weil es sah gut aus und ich finde es auch so sehr, sehr gut. Und das Letzte, was ich immer mache, ist Selfie-Time. Links findet ihr das letzte Video und oben könnt ihr mich abonnieren. Bye, bye.